Ich begrüße Sie alle. Ich habe seit 10 Uhr eigentlich hier zugehört und in der Vielzahl und in der Qualität der Referenten, als auch jetzt in dieser Gruppe, freue ich mich einfach zu moderieren. Und ich würde gerne mal im Vorgriff darauf vielleicht, weil auch das Bild angezeigt ist, dem Menschen, der sich bisher noch nicht äußern durfte, dem Herrn Demel, den Vortrag geben. Herr Demel, wir sehen Sie eingeblendet. Sie sind stolzer Vater von 2 Kindern. Sie sind im Beirat eines sehr renommierten ökologischen Referent bei der Stiftung Warentest, auch im Fachbeirat. Das Thema Nachhaltigkeit hat uns jetzt wirklich den gesamten Vormittag massiv bewegt. Und was mich bei Ihnen interessieren würde, wenn man schaut, wie aktiv Sie sind, auch als Mitbegründer einer alternativen Bank in der Schweiz, wie die Situation in der Nachhaltigkeitsfinanzszene im Vergleich zum Stand vor 30 Jahren. Sie sind Baujahr 57, also da waren Sie mit wachem Verstand sind Sie dabei und haben das jetzt 30 Jahre miterlebt. Ist es eine kleine Nische, ist es nicht mehr? Kommt es raus aus einer größeren Nische? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vor genau 30 Jahren diesen Öko-Invest Börsenbrief gegründet. Und da hatten wir immer bis heute alle Vierteljahre so eine Fondsübersicht. Und die erste Übersicht, das waren genau 12 Fonds mit einem Volumen von rund 100 Millionen. In Euro schon gerechnet, damals noch D-Mark und Schilling. Und dieses Volumen hat sich natürlich mehr als vertausendfacht in diesen 30 Jahren. Jetzt haben wir hunderte solcher Fonds. Sie haben auch einige vorgestellt und die Vorredner. Und das ist ein enormer Schwung gewesen, nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch am Sachwertefondsbereich. Wenn Sie denken, vor 30 Jahren hatte Deutschland 4% erneuerbaren Energieanteil im Strommix. Der Anteil ist heute auf fast 50% gestiegen durch die Windkraft, die Solarkraftwerke und der Wasserkraftanteil, der ist nach wie vor bei knapp 4%. Das war vor 30 Jahren der fast einzige erneuerbare Teil. Das heißt, man hat durch viele private Investoren, Hunderttausende, die solche Windkraftwerke, als sich die Banken noch gar nicht über die Finanzierung drüber trauten mit Krediten, haben die schon mit ihrem Geld diese deutsche Stromlandschaft, diese Energiewende mitfinanziert. Und das ist für mich eines der wesentlichen Momente, wo die Investmentfonds, so gut und so grün sie auch sein mögen, leider wenig Impact haben, weil man ja nur an der Börse Aktien kauft von einem Vorbesitzer, der sie gerade in dem Moment verkauft. Man hat also ein Ringelspiel an Aktien ohne Impact im Sinne von Finanzierungswirkung. Das wäre ein mögliches Thema, über das wir noch diskutieren könnten. Ich habe all die Vorträge gehört seit 10 Uhr und wollte nur 2, 3 Anmerkungen geben zum Herrn Grimm von Fidelity, der meinte, es gibt eine Prognose, dass Jakarta in Indonesien eines Tages die größte Stadt der Welt werden würde. Da muss ich widersprechen. Jakarta ist am Untergehen. Schon ein Drittel der Stadt liegt unter dem Meeresspiegel, kann nur mehr durch Dämme vor Überschwemmungen geschützt werden. Das hängt nicht nur mit dem steigenden Meeresspiegel, das geht sehr langsam, zusammen, sondern mit den riesigen Gewichten der Wolkenkratzer, die tatsächlich den Boden nach unten drücken, halben Meter nach unten. Und inzwischen hat Indonesien schon die Maßnahme ergriffen. Die Hauptstadt wird verlegt in ein Hügelgebiet 100 Kilometer von der Küste weg und Jakarta wird aufgegeben. Da sieht man, wie solche Prognosen schiefgehen können. Allein durch den Klimawandel, sprich Meeresspiegel und Gewicht dieser riesigen Großstadtbauten. Das nur nebenbei. Ansonsten fand ich die Vorträge sehr interessant, auch von Dr. Schmidt mit dieser Robo-Advice-Geschichte, die sehr ausführlich ist im Vergleich zu anderen Robo-Advisern, die es ja auch gibt. Und beim Dr. Stefan Deutsche Bank hätte ich als Advocatus Diaboli gern zurückgefragt, was macht denn die Deutsche Bank in diesem Sinne ESG als Kreditinstitut, wenn man hört, Donald Trump soll angeblich über 300 Millionen Kredit von der Deutschen Bank offen haben, die er scheinbar nicht zurückzahlen kann. Das wäre ein Diskussionspunkt, aber das sprengt sicher den heutigen Tag. Ansonsten wollte ich noch 2 Korrekturen anbringen, auch zu Ihrem Vortrag NAI.
Das ist die zweite Abkürzung des Naturaktienindex, den ich 1997 entwickelt habe, um zu zeigen, dass man nicht schlechter fährt mit strengen ökologischen Kriterien als der breite Markt, MSCI. Es hat sich dann aber ergeben, dass die erste Fondsgesellschaft, die darauf einen Fonds aufgelegt hat, den Green Effects, als die deutsche Börse die Abkürzung NAX kritisiert hat, weil es zu ähnlich dem DAX wäre. Das ist dann vor Gericht gegangen. DAX und NAX wurde tatsächlich mit einem Sprachgutachten in zweiter Instanz von der deutschen Börse als verwechselbar eingestuft. Und dadurch mussten wir einen neuen Namen NAI wählen. Und da hat aber der Lizenznehmer Securita sozusagen diese Marke plötzlich für sich beansprucht, hat gesagt, Age, jetzt gehört die Marke uns, und ich musste 10 Jahre vor Gericht kämpfen bis zum obersten Europäischen Gerichtshof, diese Marke Naturaktienindex wieder in meinen Besitz zu bringen. Da heißt jetzt NX25 und die Marke NAI, die Sie erwähnt haben, die gibt es nicht mehr als Marke. Auch dieser NAI-Beirat hat sich aufgelöst. Wir haben jetzt einen NX25-Beirat und es wird demnächst auch einen NX25-Indexfonds wieder geben, nachdem diese Gerichtsverfahren zu Ende sind und ich in der Lage bin, wieder eine Lizenz darauf zu übergeben. Aber das nur nebenbei, ich will Sie da nicht lang aufhalten und das nochmal als Eingangsstatement bringen. Lasse, herzlichen Dank für Eingangsstatement. Ich habe das im Nacken gespürt. Danke für das, was wirklich auch nachhaltig bei mir nachschwingt. Herr Grimm, Jakarta, ist das nochmal ein Thema, was wir vielleicht aufbauen sollten, bevor es untergeht? Oder wollen Sie vielleicht nochmal ein, zwei Themen dazu setzen? Wird es die größte Stadt oder wird es die größte Stadt unter Wasser? Das wird sich noch zeigen. Ich werde das auf jeden Fall mal mit aufnehmen und zur Überprüfung stellen. Ich habe mir bloß nochmal die Seite mit angeschaut. Da ist tatsächlich der Punkt im Moment auf der Folie im Wasser und links daneben ein neuer Region sozusagen, wo wahrscheinlich die Stadt hin verlegt werden soll. Ich nehme es auf jeden Fall mit auf. Muss sagen, dass ich dort an dieser Stelle unwissend war, dass es dort so eine Voraussetzung oder einen Umstand sozusagen zur Verlegung mit gab. Muss ich mich entschuldigen an dieser Stelle und vielen Dank an Herrn Dieme für den Punkt, dass wir den auch mit überprüfen für die Präsentation. Wofür Sie sich aber definitiv nicht entschuldigen müssen, waren ja die vielen anderen interessanten Aspekte. Insbesondere, das ist ja das Thema, dass vieles auch in der Form an monetären Strömen Richtung Asien ja läuft. Das ist ja einer der 5 Megatrends, die wir ja auch nicht wegdiskutieren können. Für die Zuhörer ist es natürlich ganz wesentlich zu wissen, wo kann man eigentlich nachhaltig wirklich Rendite erzielen und das mit einer relativ geringen Schwankungsbreite? Gibt es da Möglichkeiten? Und wenn ja, wie sehen die konkret aus? Ja, sehr gute Frage, Herr Kreuz, vielen Dank. Also es ist natürlich als Investor jetzt nicht gerade direkt einfach, in dem asiatischen Raum direkt zu investieren. Zum einen denke ich, dass man sich vor einer Investition direkt natürlich informieren möchte, wie dort das Unternehmen fungiert. Und da ist der Informationsfluss oder die Möglichkeit, an Informationen nachhaltig ranzukommen, vielleicht gar nicht so einfach. Und das ist unsere Überzeugung von Fidelity, dass wir halt schon seit 4 Jahrzehnten direkt vor Ort verankert sind, um letztendlich dort auch diese Informationen, die man als Anleger oder Anlegerin bedarf, letztendlich, um eine Investition zu tätigen, auch mit liefern zu können. Und wir haben sehr verschiedene Fonds jetzt mittlerweile, von einem normalen Fonds, auch den heute vorgestellten Fonds, in einen Sustainable-Fonds umgewandelt. Auch der Wandel findet dort innerhalb des Fonds statt, dass wir dort den Fokus auf nachhaltigen Investieren jetzt verändert haben, speziell wirklich mit diesen nachhaltigen Investmentkriterien dort vor Ort agieren wollen, analysieren wollen. Unsere Analysten, die dort die Sprachen sprechen, die Gebräuche kennen, die auch in die Unternehmen konkret reingehen und die wirklich auf Herz und Niere überprüfen. Und diese Mehrwerte an Investitionen, wirklich an Informationen, das zu kontrollieren, was da wirklich auf dem Blatt Papier steht und wirklich zu kontrollieren, das spiegelt sich natürlich in unseren Fonds mit wider. Wir haben jetzt nicht bloß einen asiatischen Sustainable Fonds im Fokus. Das sieht man auf unserer Homepage fidelity.de, wenn man da reingeht. Da gibt es direkt oben Fonds im Fokus und kann dort direkt in das nachhaltig investieren, fokussiert reinschauen, welche Möglichkeiten wir da konkret bieten. Asien natürlich als Region ist, wie wir sagen, sehr, sehr interessant aufgrund des Wachstumspotenzials,
den Pfad, der bereits zurückgelegt worden ist, aber den wir auch als Investmenthaus aktiver Manager dort auch sehen, was in den nächsten 10 Jahren sich auch alles bewegen wird. Und da haben wir, denke ich, mit unserem Fonds Sustainable Asia Equity Fund eine sehr, sehr gute Möglichkeit, als Investor Einzelinvestitionen zu tätigen, aber auch schon mit kleinen Sparplanraten ab 25 Euro möglich wirklich zu investieren. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, klasse. Gute Idee. Dr. Stefan, Sie hatten gerade schon mal angesprochen, dass dieser Multivektor-Ansatz, so hatten Sie ihn angeführt, eigentlich der Ansatz ist, um im Thema Nachhaltigkeit wirklich auch ordentliche Renditen zu erzielen. Welche Vor- und Nachteile ergeben sich durch solch einen Ansatz und wie kann man den konkret umsetzen? Das heißt, würden Sie Ihrem besten Freund diesen auch empfehlen? Und zweite Frage, wäre dann er auch in 10 Jahren noch Ihr bester Freund? Also konkret, wie schaut es aus? Wie würde sich ein Anleger Ihrer Meinung nach in den 10 Jahren im Thema Nachhaltigkeit aufstellen? Weil ich glaube, das ist ein Anlagehorizont, den man, glaube ich, noch mitverfolgen kann. Was in 10, 15, 20 Jahren passiert, das wissen wir alle wahrhaftig gar nicht mehr. Also von der Seite aus, ist das der zukünftige Ansatz, der Multivektor-Ansatz und welche Vor- und Nachteile und wie setzt man ihn konkret an? Man hört Sie nicht, Herr Dr. Stefan, man müsste einmal Ihr Mikrofon freischalten. Ja. Okay, jetzt besser? Ja, perfekt, jetzt klappt's. Erlauben Sie mir ganz kurz auf Herrn Demel einzugehen. Ich finde das relativ billig, so ein altes Thema von vor Jahren als Maßstab für eine so große und vielfältige Bank wie die Deutsche Bank herauszunehmen, wie Donald Trump. Ich werde das natürlich nicht kommentieren, weil wir ja hier gute Governance haben und nicht über Kunden sprechen. Aber ich finde das schon schwierig, sowas zu tun. Das ist mir zu populistisch, ehrlich gesagt. Unser Haus ist seit Jahren auf einem Weg, die sicherlich gemachten Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten, um es besser zu machen. Das gilt auch für die Nachhaltigkeit, wo wir die Bilanz umstellen, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe. Das gilt auch für die Anlage, wo wir gerade auch in der Beratung sehr viel stärker in diese Themen hineingehen, aber auch mit der DWS, die einen Anbieter direkt haben. Also ich glaube, da sollte man auch mal fairerweise dann hingucken und nicht immer wieder, ich kenne das ja mittlerweile seit 10, 15 Jahren, da alte Kamellen aufarbeiten. Die sind, glaube ich, auch ausreichend diskutiert. Ich will die nicht wegdrücken, aber das hilft am Ende dann auch keinem weiter. Und insofern würde ich mich freuen, wenn wir hier wirklich auf die Dinge gucken, die nach vorne gehen. Denn auch so. Und Ihre Frage war ja auch nach vorne gehen. Ich glaube, dass dieser MSCI-Ansatz insgesamt anstrengender ist, als schlichtweg zu sagen, ich will nur in dieses und jenes investieren oder nur dieses und jenes ausschließen. Ich habe da ein bisschen das Problem bei, das hatten Sie ja auch angesprochen, Herr Kreuz, dass man natürlich Gefahr läuft, wenn man sagt, ich investiere jetzt nur noch in E-Mobilität, in Batterien, in Windkraft etc., dass sie dann einfach Blasen produzieren. Also das Thema nimmt Geschwindigkeit auf und wenn da alle durch eine Tür durch wollen, dann machen wir, glaube ich, einen Fehler, schaffen Marktineffizienzen, die möglicherweise dann wieder von anderen ausgenutzt werden. Also insofern muss man, glaube ich, schon sich ein bisschen mehr Mühe geben. Ich glaube, dass es sich auch lohnt, die Sektoren unter unterschiedlichen Gesichtspunkten anzugucken. Also wie gesagt, ein Finanzdienstleister müssen Sie unter dem Aspekt der Environment anders anschauen, weil er gar nicht so CO2 emittiert, natürlich wie ein Ölunternehmen oder ein Versorger oder ähnliches. Also insofern ist es, glaube ich, richtig, sich die Mühe zu machen, für jede Branche einzelne Kriterien in den einzelnen Sektoren, die da sind, Umwelt, Social und Governance zu definieren. Dann gibt es die Schwierigkeit, wie messe ich diese? Ich glaube, da sind wir auch noch nicht am Ende. Wie gesagt, da gibt es einen Vorschlag von Professor Dr. Barbara Weißenberger. Das finde ich sehr spannend, was sie da auf diesem Gebiet macht, um auch im Controlling die Sachen dann adäquat abbilden zu können. Mhm. Und dann muss man eben dann die ökonomischen
Dinge daneben stellen, die ja nach wie vor wichtig sind. Ich hatte ja gesagt, alle Unternehmen werden sich in diese Richtung begeben müssen, weil die Menschen auf der Straße in Anführungsstrichen drücken, weil die Regulatorik in diese Richtung geht. Und deswegen müssen sie das miteinander am Ende verbinden. Ich glaube, dass so ein Schuh draus wird und dass wir so auch in 10 Jahren noch Freunde sein können, wenn man in diese Richtung argumentiert. Wenn man nur sagt, ich will dieses und jenes nicht oder ich will nur dieses und jenes investieren, dann glaube ich, wird die Freundschaft die 10 Jahre nicht überdauern. Insofern meine Empfehlung wäre, sich wirklich nicht naiv dem Thema zu nähern, sondern sich etwas mehr Mühe zu geben, nicht allem hinterherrennen, was da vielleicht gerade auch mal Mode ist. Da wird, glaube ich auch, ich sage das mit aller Vorsicht, das ein oder andere mal grün angemalt. Bin immer etwas skeptisch, wenn beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland vermittelt, dass sie jetzt 1% grüne Bonds emittiert hätte. Das suggeriert für mich so, dass mal irgendwann 100% grüne Bonds emittiert werden. Dann frage ich mich nur, wie der Staat noch seine Aufgaben erfüllen soll. Und viel richtiger wäre, wenn der Staat nicht grüne Bonds investiert, sondern eine ordentliche Ordnungspolitik macht, also die Rahmenbedingungen für die Unternehmen so setzt, dass sie dann entsprechend sich verhalten. Da muss man auch ein bisschen aufpassen vor Greenwashing. Also ich glaube, dieser etwas komplexere, holistischere Ansatz über zu gucken, welche Sektoren sind wie betroffen, mit welchen Kriterien, das dann nachhaltig und ökonomisch zu verbinden, daraus einen Score zu machen und dann daran zu investieren, das ist tatsächlich die richtigste Lösung, die wir machen können. Eine konkrete Frage eines Teilnehmers war in Ihre Richtung auch gebeten worden, zunehmende Digitalisierung und auch diese angesprochene laufende Urbanisierung, dass es letzten Endes auch die Prozesse verlangsamen könnte. Also wäre denn nicht zuletzt die Rückkehr aufs Land in Anführungsstrichen auch ein positiver Impact in Sachen Klimaschutz? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die Frage wirklich verstanden habe. Ja. Dass die Digitalisierung letzten Endes und auch die Urbanisierung, dann ist da weniger Mobilität und die Digitalisierung führt uns ja auch zu weniger Interaktion, weniger Footprint, CO2, dass das letzten Endes auch einen positiven Impact auf den Klimaschutz dann auch hat. Also dass sich auch aus dem System heraus sehr positive Externalitäten ergeben, also ein positiver Multiplikatoreffekt, wie auch immer man das definieren darf. Sehen Sie so etwas auch oder sehen Sie es grundsätzlich von unternehmerischer Seite? Und Sie sparen es gerade an, die Regulatorik. Muss es sauber, transparent, muss sie den Weg vorgeben? Ja, ich glaube, man darf bei der Digitalisierung nicht vergessen, dass damit natürlich auch sehr viel Strom verbunden ist. Wir haben ja auch hier gerade europäische Bestrebungen, gerade die großen Rechenzentren energiefreundlicher zu machen. Wir hatten ganz vorhin schon über Bitcoin und die Blockchain vor allen Dingen gesprochen. Ähnliches gilt ja auch für das ganze Thema Digitalisierung, Streaming etc. pp., was natürlich sehr, sehr viel Strom verbraucht und der müsste dann auch geschaffen werden. Ich finde, dass wir die Dinge wirklich auch bis zum Ende machen müssen. Wenn wir hier eine Energiewende in Deutschland haben, dann können wir nicht bei jedem Windkraft, was gebaut wird, oder bei jedem Solarpark direkt schreien, aber nicht bei mir. Das Gleiche gilt für Leitungen. Wir müssen das dann machen, sonst kriegen wir als Industriestandort ein Problem. Also insofern bin ich nicht total sicher, ob das ein Weg zurück ist. Ich bin auch nicht, ehrlich gesagt, so der ganz große Freund von regional. Ich kaufe nur noch regionale Produkte. Wenn Sie heute Äpfel vom Herbst bis zum Frühjahr lagern, verbraucht das mehr CO2 als die Äpfel mit einem Schiff aus Neuseeland zu importieren beispielsweise. Das meine ich damit. Man muss sich, glaube ich, schon die Mühe geben, einen tiefer hineinzugucken. Ich glaube auch nicht, dass sich die Menschen ändern werden, sondern ich glaube, dass wir zurückkommen zur Mobilität. Vielleicht im Business nicht so, aber wenn ich mir angucke, wie die Menschen darauf reagieren, wenn Flüge freigegeben werden, Buchungen für Urlaube etc., dann glaube ich schon. Und deswegen sage ich, wir kriegen das Thema am Ende nur mit Technik übersetzt. Deswegen brauchen wir auch Wachstum. Diese No-Growth-Sache ist auch nicht meine, ehrlich gesagt. Weil ich sage, wir schaffen es nicht mit Verzicht, wir kriegen es nur hin mit besseren Motoren, sauberer Energie und das ist Technik am Ende des Tages. Da müssen wir sehr viel mehr in Forschung und Entwicklung gehen,
um die Dinge wirklich in den Griff zu kriegen. Und das wäre meine große Hoffnung, dass das mittlerweile erkannt ist. Die Maßgaben der mittelfristigen Finanzplanung der Europäischen Union, genauso wie der Recovery Fund oder auch der deutsche Haushalt, deuten zumindest mal in diese Richtung hin. Und das wäre dann, glaube ich, die wirkliche Lösung. Dann würde ich es am Ende den Menschen überlassen, ob sie in der Stadt mit Verstädterung und den Problemen, die natürlich auch damit dann verbunden sind und gelöst werden müssen, aber nicht nur auf der sozusagen Umweltseite, sondern auch darüber hinaus, oder ob sie auf dem Land leben, das muss dann jeder am Ende des Tages für sich selbst bewerten, glaube ich. Herr Kreutz, darf ich hier einen kleinen Punkt dazu machen? Ja? Sehr gerne. Ich wäre jetzt nämlich auch gerade zu Ihnen, weil auch Herr Demel natürlich auch das Robo-Advisor-System ansprach, aber auch insbesondere, Sie haben es ja in Ihrem Vortrag gesagt, dass Sie auch in Bezug auf Nachhaltigkeit Teile der Gebühren gemeinnützigen Organisationen spenden. Aber erst Ihr Punkt, und wenn Sie dann vielleicht freundlicherweise auch nochmal auf diesen Aspekt eingehen, den ich phänomenal finde, weil er eben halt auch nicht den einfachen Weg zeigt, sondern dass man ein Problem diffizil beleuchten muss, um es dann wirklich auch ernsthaft anzugehen und zu lösen. Genau, sehr gerne. Also vielleicht nochmal, Herr Stefan, Sie hatten es ja auch ausgeführt. In der Tat, meines Erachtens ist es schon ein schwieriges Thema und auch die Frage, die Sie gerade gestellt hatten, ist ja schon so, dass es manche Technologien gibt, die uns wirklich nicht voranbringen. Ja, und die Digitalisierung bringt vieles vor, was uns unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eher zurückbringt. Also die Frage, die sozusagen aus dem Auditorium kam, die ist durchaus berechtigt. Nehmen wir doch einfach mal diese vielen kleinen, schönen Videos, die wir alle über WhatsApp uns gegenseitig schicken. Wozu, meine Lieben? Wozu brauchen wir das und wie viel Energie wird dabei verbrannt? Ja, das ist gigantisch. Oder das Streaming eines Films ist enorm. Damit können Sie wirklich vieles andere tun, als sich jetzt sozusagen diesen Film zu streamen. Also hier, glaube ich, ist es erforderlich, eine gewisse Differenzierung zu machen, obwohl uns die Digitalisierung voranbringt im Bereich Nachhaltigkeit, stößt sie uns auch wieder ein Stück weit zurück. Und da muss man, glaube ich, schon sehr differenziert drangehen. Das hat was mit Verhalten von Nutzern zu tun. Das ist sehr schwer zu beeinflussen, wie wir wissen. Aber ich glaube, hier braucht es weiter Maßnahmen und Überlegungen, wie wir nicht jede Technologie für jede Sache im vollen Umfang nutzen, weil sonst kommen wir in der Tat keinen Schritt voran. Also das vielleicht nochmal so weit. Einen zweiten Punkt, den ich noch einbringen wollte, wir haben vorher über kontroverse Branchen diskutiert. Ein wichtiges Thema und eines, das eben zeigt, dass wir im Thema Nachhaltigkeit, da nehme ich jetzt mal ESG als Ganzes zusammen, eben noch am Anfang stecken. Denn wenn Sie heute, wir haben ja jetzt im Vorgang unseres Robo-Advisors sehr viel probiert und analysiert, wie kriege ich ein nachhaltiges Portfolio global aufgestellt. Und das ist halt so, wenn Sie im Prinzip extrem kritisch bei kontroversen Branchen unterwegs sind, dann fliegen Ihnen alle Technologieaktien raus. Da haben Sie nichts mehr übrig. Ja, und das ist natürlich ein Problem. Wenn das die Wachstumsbranche ist, dann haben Sie ein Problem, wenn Sie diese in keiner Weise in Ihrem Portfolio drin haben. Und das liegt nun eben daran, dass in jedem Atomkraftwerk oder auch beim Produktion von Streubomben wird natürlich digitale Technik eingesetzt. Das heißt, Sie kommen immer wieder an die Problematik, dass Sie bestimmte Dinge nicht vollständig ausschließen können, wenn Sie ganze Branchen sozusagen in Ihrem Portfolio nicht berücksichtigen wollen. Also das vielleicht nochmal zu dem Thema, wie Nachhaltigkeit gemacht wird. Ich glaube, wir sind da am Anfang. Das wird noch ein weiter Weg sein, bis wir das wirklich vollständig alles implementiert haben. Auch die Vielseitigkeit der verschiedenen ESG-Ansätze wird ja immer wieder kritisiert, ein Stück weit zu Recht. Aber eine Standardisierung wäre vielleicht auch nicht die Lösung. Also es ist eben ein Prozess, der hier abläuft, der sich nach vorne hin sicherlich verbessern wird. Jetzt vielleicht noch mal kurz zu der Frage oder auch dem Thema, das Sie ja ganz gerade noch mal gestellt haben. Im Kern geht es bei unserem MySI eben um zwei Dinge. Auf der einen Seite wollen wir nachhaltig investieren, restriktiv durchaus, aber nicht so restriktiv, dass wir keine Performance mehr liefern können und kein global diversifiziertes Portfolio haben. Und da ist aber eben
das Nachhaltigkeitsthema so ein langfristiges Projekt ist, haben wir gesagt, es gibt viele, viele Probleme auf dieser Welt, die brauchen eigentlich schneller eine Lösung und eine kurzfristigere Lösung. Und daher war die Idee, lass uns doch sozusagen diese beiden Dinge verbinden. Beides hat was mit Finanzen zu tun. Das heißt, wenn ich investiere, lege ich mein Geld an. Und wenn ich spende, dann gebe ich Geld ab. Und die Frage ist doch, kann ich aus dem, was ich an Rendite generiere, nicht einen bestimmten Teil ohne Probleme abgeben? Und das ist die Grundidee hinter MySI. Ich glaube, damit sind wir wirklich neu in dem Feld der Geldanlage, diese Dinge zu verknüpfen. Und das geht auch gut, wie ich versucht habe zu zeigen. Wir geben einerseits von unserer Advisory Fee was ab. Der Kunde kann bei uns selbst noch was dazugeben, wenn ihm dieses Projekt wichtig ist. Und diese Projekte werden eben sehr differenziert ausgewählt mit verschiedenen Kriterien, die dort gegeben sein müssen, auch von Organisationen, die sich damit sehr gut auskennen. Ich hatte es genannt, der DZI, der uns sozusagen hier diese Bewertung der Häuser macht. Da werden neue Organisationen dazukommen, da werden neue Projekte dazukommen. Und wir wollen einfach ein Stück weit Geldanlage mal ein Stück weit anders machen. Auch positiv belegt. Ja, wie viele Menschen gibt es, die sagen, oh, ich will mit Finanzen nichts zu tun haben, das ist mir alles viel zu kompliziert. Nicht umsonst ist unsere Aktienquote so niedrig, auch in Deutschland. Hier kann man was Positives bewirken und die Idee ist ein Stück weit, das mit hineinzunehmen in die dringend erforderliche Thematik, dass junge Leute mehr Altersvorsorge betreiben müssen. Die werden ein großes Problem haben, wenn sie älter werden. Also wir wollen hier, sagen wir mal, auch ein Stück weit Education betreiben mit dem Thema. Okay. Und das Thema, was vorhin Herr Dehmer auch nochmal angesprochen hat, ein weiteres Merkmal von MySI, vom Mitbewerber von dem Robo-Advisor-Markt unterscheidet, dass der Anleger ein vorgeschlagenes Musterdepot 1:1 übernimmt, ja? Oder wenn er wünscht, auch ein Musterdepot basierend, jedoch weites individuelles Portfolio erstellt werden kann. Warum bieten Sie eigentlich diese Varianten an? Macht das das nicht unnötig kompliziert? Ja, das macht es unter Umständen kompliziert für den, der es gerne machen möchte. Aber wir haben es eben so gemacht, dass ich entweder sozusagen einfach die vorgeschlagene Strategie der voll folgen kann. Und wenn ich der Ansicht bin, ich bin damit fein, aber Sie kennen das auch als im Vermögensberatungsbereich, im Verwaltungsbereich, da haben viele Anleger eben auch eigene Ideen. Und wir glauben, dass durch die Digitalisierung eigentlich das, was früher klassisch Private Banking oder auch Vermögensverwalter gemacht haben, sehr gut digital abzubilden ist. Das heißt, wenn jemand eben sagt, ich möchte aber unbedingt diesen oder jenen Fonds, weil den habe ich schon immer und der lief sehr gut, ja, oder bestimmte Fonds, ich nenne jetzt einfach mal Flossbach, jeder will Flossbach. Okay, wenn jemand den haben will, kann er den reinholen bei uns. Der Rest des Portfolios passt sich dem an, vollständig digital. Und ich habe dann am Schluss trotzdem etwas Gutes. Also ein Stück weit Individualisierung, weil Geldanlage ist ein persönliches Thema, das einmal natürlich direkt durch ein Investment in einen bestehenden Fonds, einen vermögensverwaltenden Fonds gemacht werden kann. Aber wenn ich ein Stück weit das über solche Tools machen möchte, dann unterstützen wir das dabei. Aber es bleibt dem Anleger natürlich frei, ob er es tun will oder nicht. Dann war die Frage konkret auch zum MySI, ist es steuerlich absetzbar? Ja, die Situation ist so, dass wir diese Beiträge, die von uns kommen oder auch von den Studenten, von den Anlegern, die laufen als Advisory Fee zu uns und wir geben das weiter an die Organisationen. Das hat den Vorteil, dass erstens mal das aus dem Brutto des jeweiligen Anlegers geht. Das heißt, er holt es nicht aus dem Netto, sondern aus dem Brutto, weil es Teil sozusagen der Fee ist, die er sozusagen bezüglich des Anlageberatungsprozesses zu zahlen hat. Wir geben es weiter und das macht es für die Organisationen einfacher und leichter.
die sind natürlich daran interessiert, nicht für jeden 20 Euro oder 100 Euro irgendwelche Spendenquittungen durch die Republik schicken zu müssen, sondern für die ist es mit uns zusammen einfacher, weil die Volumina größer werden und dadurch ein kontinuierlicher Geldfluss bei denen ankommt, den sie dann auch entsprechend einsetzen können. Daher haben wir diese Variante gewählt, dass der Anleger selbst mit der Thematik Steuerthematik nichts zu tun hat. Okay. Wir kriegen eine Vielzahl, Dr. Stephan, an Bemerkungen bezüglich der Äpfellagerung, was mich aber viel mehr interessiert. Es ist wirklich phänomenal. Wir haben auch viele Fragen. Also die Bitte ist hier auch ausdrücklich. Es gefällt mir sehr gut. Das ist super interessant, extrem tiefgehend, sehe ich hier Kommentare. Die Bitte ist auch, die Präsentation den Zuhörern dann zur Verfügung zu stellen. Das gebe ich vielleicht gerne nochmal auch an Herrn Mahnert weiter. Und die Frage nochmal in Ihre Richtung, Herr Dr. Stephan, warum schafft man eigentlich, weil Sie es auch konkret angesprochen hatten, der Vergleich Kryptowährung, so viel Energieverbrauch, wieso schafft man es eigentlich nicht ab? Sie als großes Institut und Finanzintermediär haben ja auch die Macht, auf Regulatorik einzuwirken. Oder stehen Sie da vielleicht zur Kryptowährung anders? Nein, im Grunde nicht. Also die Deutsche Bank hat, sie haben immer dann einen Vorteil im Grunde genommen über Kryptowährungen oder ähnliche Dinge, wenn sie irgendwelche Effizienz-, Sicherheits- oder sonstigen Vorteile haben. So, da kann man drüber diskutieren. Die Deutsche Bank hat in der Vergangenheit über Ripple schon internationalen Zahlungsverkehr abgewickelt. Insofern testen wir das sicherlich auch. Das ist aber dann keine Blockchain im Wesentlichen, sondern funktioniert alles etwas anders. Also zumindest nicht so wie Bitcoin. Zu Bitcoin haben sich ausreichend Institutionen und auch Menschen geäußert, angefangen von Janet Yellen bis verschiedenen Ökonomen, Notenbanken etc. Bisher ist der Bitcoin kaum reguliert. Mal gucken, ob es denn dann wird und wie man denn damit umgeht. Ich glaube, oder mein Eindruck ist so rum, wenn ich Papiere lese, sowohl der Bank für internationalen Zahlungsverkehr als auch der Europäischen Zentralbank, der Aufsicht etc. pp., dass die Notenbanken sich eben mit diesem elektronischen Zentralbankgeld beschäftigen. Das ist ja immer ein zweistufiger Geldschöpfungsprozess, zuerst die Zentralbanken und dann die Giralgeldschöpfung. Ja. Und dann eben die Frage, wie man das genau ausstaltet. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann eben sagt, jetzt haben wir ein Angebot und jetzt werden wir dann stärker regulierend eingreifen in die privatwirtschaftlichen Kryptowährungen oder wie auch immer man die da nennen will. Man muss sowieso lange diskutieren, ob denn der Bitcoin wirklich eine Währung ist. Das würde ich mal in Frage stellen bei den Volatilitäten. Es ist wahrscheinlich eher ob es eine Anlageklasse ist, weiß ich auch nicht, weil es keine Zinsen und Dividende und man keinen analytischen Wert abbilden kann. Aber es ist nun mal irgendwie da und Leute finden das faszinierend, was auch völlig in Ordnung ist. Aufgrund der Blockchain-Technik, glaube ich, ist eigentlich das Faszinierende an dem Thema. Aber ich würde davon ausgehen, mit weiteren Erfahrungen auf der Zentralbankgeldseite von Zentralbanken im elektronischen Verkehr wird es dann auch Einschränkungen und Regulatorik bei Kryptowährungen geben. Ja. Danke, sehr gut. Herr Grimm, wir hören gerade, ein blaues Institut wird auch etwas grüner. Das ist auch sehr gut und das ist auch schlüssig, wie ich es wahrnehme. Sie als Vertreter von Fidelity, ich meine, der drittgrößte Vermögensverwalter der Welt. Wir wissen, dass BlackRock sich auch auf den Weg gemacht hat. Es, glaube ich, kommunikativ durchaus gelingt, sich etwas grüner anzustreichen, als es diese schwarze Farbe eigentlich zulässt. Sie sind im Blau-Rot. Wo sehen Sie sich oder Ihr Unternehmen auf diesem Weg der Nachhaltigkeit? Werden Sie so glaubhaft und konsequent auch, wie das jetzt gerade Herr Dr. Stephan gesagt hat, auch Ihr Institut in diese Richtung treiben? Oder sagen Sie, das wird 50-50 ausgehen? Wir sehen es in Asien. Wo treffen Sie als Unternehmen Ihre Strategien? In welche Richtung? Auf die Perspektive 5 bis 10 Jahre vielleicht? Also, das ist eine ziemlich umfangreiche Frage, finde ich. Ich
was man noch im verschiedenen... Das ist die letzte Frage, die ich Ihnen heute stellen darf. Von daher dürfen Sie ausführen. Also ich denke, das sollte man aus vielerlei Gesichtspunkten mit betrachten. Also erstmal, was machen wir als Unternehmen für uns selbst? Nicht bloß einen Investmentansatz für die Produkte, die wir herstellen oder für die Mehrwerte. Da sind wir wirklich mit den nachhaltigen Investieren nach außen, denke ich schon, als Fondsgesellschaft mit Vorreiter. Und um halt wirklich mit diesen internen ESG-Kriterien, die wir für uns selbst machen, also das ist unabhängig von dem, was außerhalb passiert, sondern das machen wir selbst im Investmentansatz, dass wir nicht von den klassischen Analyse ansetzen, also wie ist die Marktposition, das mal außen ab, das ist das erste Auge, das zweite Auge, was immer stärker und größer wird, ist halt die Vorgabe, was institutionelle Anleger uns vorgeben, was sie ausschließen wollen, in welche Unternehmen sie nicht investieren wollen, was ausgeschlossen wird. Und das ist schon seit 15 Jahren bei uns in der Analyse, wenn wir ein Mandat von Unternehmen für die betriebliche Altersvorsorge mit übernehmen wollen, dass wir das mit umsetzen. Und für die privaten Investoren gehen wir schon seit 5, 6 Jahren in den Bereich mit rein, dass wir dort Anbieterlösungen herstellen. Das machen wir, weil das in unserer DNA, wir sind Familienunternehmen, wir denken langfristig und jetzt nicht bloß auf 1, 2 Jahre gesehen und auch nicht auf 5 Jahre gesehen, sondern wenn ich jetzt mich als Mitarbeiter mitsehe, sehe ich schon in meinem Büro im Alltag einige Veränderungen. Und ich sehe mich ja auch als Millennial. Ich bin 1984 geboren. Ich finde das im Übrigen mit den Äpfeln einen sehr interessanten Ansatz. Brauche ich jetzt wirklich Äpfel aus Neuseeland oder sollte man in den Eigenanbau gehen? Und wie ein Nutzer hier auch schon sehr, sehr gut geschrieben hat, Äpfel halten sich wunderbar, wenn man sie gut aufbewahrt im Keller und fast gar keine Energie verbraucht. Das sehe ich jetzt in unserem Unternehmen auch. Das geht schon bei der Verwendung von Nahrungsmitteln aus lokalen Wege heraus. Das geht dabei raus, dass wir keine Pappbecher mehr in unserem Unternehmen mit haben, wo wir immens viele Abfälle mit damit produziert haben. Einfach, weil es in unserer Gene da ist. Man holt sich neuen Kaffee und tschack, hat man wieder einen neuen Becher in der Hand. Und das hat natürlich vor 5 oder 6 Jahren dazu geführt, wenn man abends seinen Arbeitsplatz ausgeräumt hat, dass da teilweise 7, 8 Becher rumgestanden haben, und das haben wir jetzt einfach verändert. Und das sind so kleine Blickpunkte, wo wir nicht bloß als Anbieter, sondern als Menschen fungieren sollten, unsere DNA selber überprüfen, wenn wir abends in den Spiegel gucken und sagen, habe ich jetzt heute wirklich alles dafür getan, um Plastikmüll zu vermeiden, um nachhaltige Ressourcen zu fördern und zu unterstützen. Think local. Das ist nicht bloß ein Paradigmenwechsel, was wir jetzt hier auf unsere Präsentation reingeben, sondern was jeder einzelne Mensch als Investor, als Anlegerinnen und Anleger, natürlich aber auch als Unternehmen leben muss. Und das kann ich hier vom wärmstens nur sagen, dass das in unserer DNA im Unternehmen vorgelebt wird, wo man sich orientieren kann und wir das auch im Alltag immer mehr versuchen umzusetzen, zu hinterfragen, ob wir nie was verändern können. Das ist schon der erste Schritt zu einer wahrscheinlich noch etwas längeren Reise, aber wir gehen den jetzt gemeinsam und das sehe ich schon in unserem Alltag, dass wir das mit umsetzen. Schön, sehr reflektiert, und gemeinsam gehen wir jetzt auch in Richtung Ende der Diskussionsrunde, wie ich persönlich sehr schade finde, aber die Zeit ist nun mal auch für uns begrenzt. Bevor ich Herrn Dr. Schmidt nochmal die Frage stellen möchte, wie er seine Kinder versorgt auf der Altersvorsorgeseite, vielleicht auch mit seinem Ansatz oder mit anderen Ansätzen, aber immer unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, würde ich gerne nochmal in Richtung Herrn Demel fragen. Herr Demel, welche Finanzinstrumente eigentlich von Sparbuch bis zum Aktienfonds haben nach Ihrer Ansicht nach den größten Impact im Sinne einer nachhaltigen Investition? Ja, da würde ich weit ausholen, vom Sparbuch bis zum Investmentfonds der Policen bei Versicherungen gibt es natürlich verschiedene Finanzierungshebel. Wenn ich sage, ein Sparbuch, jetzt nehme ich die Deutsche Bank leider wieder her, auch wenn ich da vielleicht an Dr. Stefan zu nahe trete, das Geld, das auf Sparbüchern liegt bei der Deutschen Bank, das geht in die Kreditseite. Und da habe ich keinen Einfluss, der sagt Kundenschutz, wohin geht das Geld? Wenn ich hingegen ein Windkraftwerk nehme, da habe ich, sagen wir, 10.000 Euro investiert, dann kann das Windkraftwerk, die Betreibergesellschaft, damit mit einem Hebel von 4:1 oder manchmal 5:1 Windkrafträder bauen. Das heißt, ich habe hier nicht nur den 1:1
Effekt, da wird was Neues gemacht mit dem Geld, sondern ich habe sogar einen Hebel. Es wird die fünffache Summe in Bewegung gesetzt, wieder das alte Beispiel, mehr erneuerbare Energien im deutschen Strommix. Hingegen, wie erwähnt, bei den Aktien und Fonds, mit Ausnahme der Börsengänge, wo neue Aktien ausgegeben werden, ist der Finanzierungseffekt null. Man hat aber durchaus einen pädagogischen Effekt, dass man sagt, die Fondsmanager, die Analysten, die Ratingagenturen, die befragen die Firmen. Niemand will da gerade auf der letzten Stelle sein, wenn es um die 50 schönsten Chemiekonzerne geht. Da ist eine interne Rangfolge dann plötzlich aufgrund der Nachfrage von Fondsmanagern. Also ich habe bei verschiedensten Geldanlageinstrumenten, vom Sparbuch bis zum Investmentfonds, ganz unterschiedliche Wirkungsmechanismen, Impact Neudeutsch, oder auch Hebelwirkungen. Bei einer Bank habe ich oft den Hebel 10 zu 1. Von Eigenkapital kann man zehnfach mehr Kreditsumme generieren. Und das Schöne an der Alternativen Bank Schweiz ist, die ich damals mitgegründet habe vor 30 Jahren, die hat im Geschäftsbericht jeden Kreditkunden namentlich erwähnt. Der Herr Huber aus Zürich hat für seinen Bioladen 300.000 Franken Kredit. Das kann ich leider bei allen anderen Banken nicht sehen. Und insofern ist das Transparenzthema, es ist ja gerade die Transparenzverordnung der EU schlagend geworden, dass sich auch jeder Fonds deklarieren muss, Artikel 8 grün oder Artikel 9 mit mehr Impact etc. Und so kann man eigentlich in allen Produktkategorien nach der tatsächlichen Finanzierungswirkung sehen. Und vielleicht noch, wenn das Beispiel Trump zu weit hergeholt ist, zu alt. Das aktuelle Beispiel, der Aufsichtsrat Herr Schütz von der Deutschen Bank ist diese Woche zurückgetreten, weil ein Chat öffentlich geworden ist, wo er seinem Freund Markus Braun, der jetzt in U-Haft sitzt, sagt, diesen Financial Times Journalisten müsse man fertig machen. Damit war er gerade hier nicht. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt wirklich aus meiner neutralen Moderatorenfunktion raus und würde Sie bitten, nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit. Sie haben das sehr, sehr ausführlich gemacht. Ich würde gerne jetzt nochmal gerne zu Herrn Dr. Schmidt rüberleiten, aber ich nehme Ihren Punkt auf und ich glaube, Dr. Einstein hieß auch. Albert Einstein hat das sehr gut zum Punkt gebracht. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Aber man löst es durch viel Transparenz. Also bringen wir nochmal Transparenz in die Situation. Herr Dr. Schmidt, ich hatte Ihnen noch eine Frage gestellt. Wollen Sie vielleicht abschließen, bevor wir jetzt dann auch gleich zu Herrn Böttcher, unserem Gastgeber, beziehungsweise Herrn Mahner drüber leiten? Sie sind nicht zu hören. Sie müssten sich nochmal demütigen. Vielen Dank für den Hinweis. Sehr gerne. In der Tat ist es natürlich so, dass unterschiedliche Vehikel unterschiedliche Wirkung haben. Das ist, glaube ich, nicht abzustreiten. Ich glaube dennoch, dass ein Anlageportfolio, das als Fondsportfolio in verschiedene Einzeltitel investiert, da einen Beitrag liefern kann. Letztendlich sind Aktien ein Mittel, um Eigenkapital zu beschaffen. Insofern spielt es eine Rolle, wie Aktien bewertet sind, damit ein Unternehmen Eigenkapital schöpfen kann. Und insofern ist es so, wenn nachhaltige Aktientitel, sagen wir mal, eine bessere Bewertung erfahren, dann werden diese Unternehmen mittel- und langfristig eben auch leichter an Eigenkapital kommen. Also ich bin da nicht ganz so skeptisch wie der Herr Demel, aber dennoch in der Tat, es gibt Unterschiede. Jetzt zu Ihrer Frage, was rate ich meinen Kindern? Ich würde sagen, wer langfristig investiert, und das müssen junge Leute heute machen, denn die wollen ja nicht unbedingt jetzt Geld anlegen, um morgen wegen mir ein Auto wäre vielleicht ganz schlecht, aber irgendwas zu kaufen, was sie gerne hätten, sondern es geht um langfristige Anlage. Und da kann man nur empfehlen, Aktien, 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 denn langfristig ist das der bessere Weg, was die Renditen anbetrifft. Da kann ich Schwankungen aushalten, die stören mich nicht groß über die Zeit. Ich kann vielleicht ein bisschen was anderes beisteuern. Ich kann auch Renten beisteuern mit vielleicht sogar hoher Bonität aus der Unternehmensecke. Das geht auch im langfristigen Thema. Aber wenn man wirklich über die Jahre Vermögen aufbauen will, dann geht an dem Thema Aktien nichts vorbei. Und da kann es eigentlich gerade für junge Menschen, kann die Quote aus meiner Sicht nicht hoch genug sein. Ich muss natürlich Rückschläge aushalten können.
Aber dann bin ich sehr sicher, dass man am Ende, wenn man wirklich dann in der Altersvorsorge auf dieses Geld angewiesen ist, mit einer Ablaufleistung oder einem Vermögen rauskommt, die einem dann hilft. Die Situation, die wir auf der Rentenseite, darüber haben wir heute gar nicht gesprochen, war auch nicht unser Thema, mittelfristig wirklich für die jüngeren Generationen definitiv als großes Problem haben. Das ist ein wunderschöner Gedankengang. Ich danke allen Teilnehmern. Es war eine sehr kontroverse Diskussion. Das zeigt, dass der Weg noch nicht klar ist, aber das Ziel ist klar.